dann überspringe ich das mal kurz. So, wie gesagt, gespeicherte Starten konvertieren. Ach, von der PS4-Version. Ey, ich bin immer noch erstaunt, dass man so einen Scheiß braucht. Weil ich kenn's einfach von der Xbox, wenn du auf der Xbox One-Version gestartet bist, dann lädt sich einfach die Xbox Series in den Safe runter und sagt so, alles Paletti, willst du hier weiterspielen? Ne? Nehmen wir Japanisch. Wozu gibt's Untertitel weiter? Kann ich hier Untertitel gleich einstellen? So. So, bababam. Sprachausgabe. Was heißt das? Leg fest, ob gesprochene Dialoge nach jeder Zeile automatisch. Okay, Untertitel ist auf jeden Fall ein. Speichern. So, machen wir Japanisch. Und normal. Ich werde dann feststellen, ob es mir gefällt. So, aber auf jeden Fall, ich freue mich gerade hier tierisch auf Final Fantasy Crisis Core, weil bis auf früher hat es mir echt. Wollte ich es immer mal spielen. Naja, in Yakuza tue ich das auch ständig auf Japanisch stellen. Ich lebe eigentlich ganz gut damit. Ich glaube, das Einzige, was mich fertig macht, wenn so komplett hochgepitchte Stimmen da sind. Oder, so richtig, oder nicht hochgepitcht, aber so richtig hoch allgemein sind. Oh.
So, Sektor 1, Bahnhof am Bahnsteig. Natürlich hat das Final Fantasy 7 immer hier mit seinen Bahnhöfen was. Intros. Ich muss sagen, dafür, dass es ein PSP-Game war, finde ich es eigentlich ziemlich geil. Abgescaled. Also haben sie gut neu gemacht. Was habe ich da gerade? Ah, das meinst du. Okay, bewegen, Kamera bewegen, Ziel erfassen mit R3. Vier ist Angriff, eins ist Blocken und X ist Ausweichen. Okay, ich muss mehrmals drücken. Okay, L1 plus, das sind die Materia. Oh, Schwäche haben sie gegen Feuer. Gut zu wissen. So. Komm und hol's euch. Gleich mal Trophäe bekommen. Du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Wow. Yay. Ich dachte eigentlich, alles ist gut gegen Mensch. Okay, DBW, digitale Bewusstseinswellen. Die Walzen, die sich während des Kampfes oben links auf der Bildschirm drehen, stellen die sogenannten DBW dar. Wenn Bilder oder Zahlen der DBW-Matrix übereinstimmen, gewährt sie dir verschiedene Effekte. Das automatische Drehen und Anhalten der Walzen verbraucht SP. Im Verlauf des Spiels sammelst du mehr Bilder. Wenn Bilder übereinstimmen, wird ein Limitrausch ausgelöst und eine Limitrausch-Technik wird deinem Repertoire hinzugefügt. Okay. Drücke X, um gegnerische Angriffe auszuweichen und R1, um sie zu blocken. Bewegst du während des Ausweichens den linken Stick, kannst du die Richtung ändern, in der du ausweichst. Okay. Darf ich jetzt wieder. Oh, jetzt haben wir einen Limitrausch oder was? Stimmen alle Walzenbilder überein, wird ein Limitrausch ausgelöst und eine entsprechende Limitrausch-Technik wird deinem Repertoire hinzugefügt. Diese verfügbaren Limitrausch-Techniken kannst du jederzeit einsetzen. Sie verschwinden jedoch nach Ende des Kampfes. Okay, Dreieck ist für Limitrausch. Während des Limitrauschs kannst du TP, MP, FP und SP halten. Okay. Wie viel Trophäen kriege ich da über Zeit? Sturmangriff Stufe 1. Nice. Ah, Gegenstände benutzen. Drücke im Kampf Kreis, um Haltringe und andere Gegenstände zu benutzen. Mit L1, R2, L2, R2 kann man gegen Gegenstände benutzen. Stimmen die Zahlen überein, während der Walzenbilder sich nicht im Limit-Impulszustand befinden kannst, bestimmte Verbesserungen erhalten. 7-7 unverwundbar, kritisch, physische Resistenz, F für frei, okay. Das werde ich mir eh nicht alles merken. Wenn sich die Walzenbilder mit Limit-Impulszustand befinden und Zahlen zwischen 1 und 6 übereinstimmen, steigen die entsprechend zu eingesetzten Materia eine Stufe auf, okay.
Gott, Behemoth besiegt. バババ敵に後ろを見せるとは、よほどの自信かか愚か者だ。どうして？くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。 It's over. Hat du das Schwert kaputt gemacht? It was all as a fake. なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。 Unten vor allem vorhandenes Schwert, komplettes Schwert. Das braucht er auch. Oh, schön. Danke für den Title Drop nochmal. Wie lang spiele ich das jetzt? Aufnahme. 13 Minuten 43 Sekunden. Aber ich habe schon 3 Trophäen bekommen. Wie freigiebig ist das Teil bitte, was Trophäen angeht? One Mission Squad, two Mission Squad, three Mission Squad. ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。 ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場から2nd と3rd。ごっそり連れてさ。目的動機、何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいで、お前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。 ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが。
Soldier Class First Genesis. 1月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。うん。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ？ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール、大好きなアンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。はっ。準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス、何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。Im Laufe deines Abenteuers erhältst du von verschiedenen Charakteren Mails. Im Hauptmenü kannst du unter Mails deinen Posteingang aufrufen. Wenn du ungelesene Nachrichten hast, gelangst du außerhalb von Kämpfen mit R1 direkt auf zu deinem Posteingang. Prüfe deinen Posteingang regelmäßig auf neue Mails. Über das Untermenü Mails kannst du außerdem Tutorials und nützliche Hinweise einsehen. Okay. Utai に到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあれば、あいつに教えてもらえ。Okay, da gibt's hier wahrscheinlich nichts davon. Der Japano-Boyband-Sänger. Steuerung sind nur Tutorials, die ich hier habe. Gut. Kämpfe. Tue ich auch mal einfach jetzt mal wegmachen. So, Posteingang habe ich nichts. Mail, yonda ka? Ja, hab sie alle gelesen. Irgendwie. Der kennt mich echt so gut. Ma, 必要な時に読めばいいさ。それと、さっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あと、ミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを、俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるには、まずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。Alles wird so langsam gemacht. Für die Registrierung muss vor dem Terminal X gedrückt werden. An Stellen, die du mit X untersuchen kannst, wird ein Hilfssymbol angezeigt. 登録すれば、携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるから、ついてこいよ。Also das ist wirklich so Spieledesign, das werde ich niemals vermissen. So, okay, das weiß ich auch Bescheid. Und Hauptereignis...ほら、このミッションボードに情報を登録するんだ。Please, nimm mich an die Hand, Mami! せっかく登録したんだから、腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあれば、チュートリアルメールで確認するといい。Okay, speichern habe ich jetzt auch verstanden. So. Ach ja. Okay, du kannst Missionen antreten, indem du einen Speicherpunkt aufsuchst und über das Hauptmenü Missionen auswählst. Bei Abschluss einer Mission erhältst du Belohnungen wie besondere Materie und Accessoires und schaltest möglicherweise neue Missionen frei.Also Arbeit um der Arbeit willen. Verfügbare Missionen kannst du jederzeit beginnen. Sie bieten sich an, wenn du Stufen aufsteigen oder deine Fähigkeiten im Kampf verbessern möchtest. Wähle einen Speicherpunkt Dreieck aus, um direkt auf eine Mission zuzugreifen. Okay. Das ist ja von dem Zeug, wo ich habe. So. Shinra-Konzern. Trainingsmission. Diese Mission besteht aus einem simulierten Kampf gegen Shinra-Infanteristen.
Okay, machen wir einfach mal. Ich hab doch eigentlich quasi schon gehört. So, Limitleiste hat 5 Stufen. Je höher die Stufe, desto größer die Chance auf einen Limitimpuls. Der Status Limitleiste ändert sich, wenn etwa ein Limitrausch auslöst oder bestimmte Angriffe erleidest. Fertigkeiten wie Wirbelattacke werden effektiver, wenn sie nach einem Kommandoangriff eingesetzt werden. Je mehr aufeinanderfolgende Angriffe vor der Fertigkeit eingesetzt werden, desto stärker wird sie. Behalte diese Info im Hinterkopf, wenn du Fertigkeiten benutzt. So, bin fertig. Darf ich gehen? Konflikt! Mit Nebenmission kann man sich sehr viel Zeit vertreiben. Ja, glaube ich. Also ich habe ja schon mitbekommen, dass man dass man sich zu Tode leveln kann fürs Endgame. Oder fürs Story Endgame eher. Mission clear da na. Lakshou sugite akubi ga deru ze. Sasuga Zax. Utai de no katsuyaku kitai shiteru zo. Otto, daiji na koto o wasurete ta. Ich meinte eher in Richtung, weil ich habe auf dem anderen Discord mitbekommen, dass man, wenn man halt zu hoch macht auf Level 99, ist der Boss halt nach 3 Schlägen schon tot. Ah, Bronzereif. Yoshi, Shutsugeki no junbi ga totonotta. Saigo ni meiru nitsuite oshietoku yo. Ima, omae no keitai tanmatsu ni meiru o okutta. Lazard toukatsu no arigatai ohanashi ya niusu nanka ga haishin sareru kara, komame ni chekku shita hougai. Sore ni nakayoku natta yatsu kara mo meiru ga kuru kamoshirenai. Yoshi. Onna no ko kara no meiru bakari chekku shite cha dame da zo. Erwischt. Ma, daitai sonna toko da. Soro soro shuppatsu no jikan da na. Anjiru to issho nan da ro? Ganbatte koi yo. Ah, iroiro arigato na. Zack kann sich bis zu 6 Materie und 4 Accessoires ausrüsten. Die Obergrenze für Materien und Accessoires steigen im Laufe des Abenteuers und durch das Abschließen von Missionen. Du kannst deine Ausrüstung unter Ausrüstung im Hauptmenü verwalten. Die Zuweisung von Kampfkommandos hängt davon ab, welchen Slot deine Materie platzierst. Überlege also sorgfältig, welche Zuteilung am besten für dich geeignet ist. Du kannst bis zu 5... Ja. Im Hauptmenü kannst du unter Einkaufen jederzeit Gegenstände kaufen. Läden werden verfügbar, nachdem du ihre Adresse als Missionsbelohnung oder auf einem anderen Weg erhalten hast. Okay, schau mal kurz mal Mails nach, Posteingang. Glückwunsch, deine erste Mail! Hi Zack, Kurzel hier. Da du jetzt also deinen Mail-Account nutzen kannst, werde ich dich von nun an mit nützlichen Infos versorgen. Hab meine Ohren überall und werde meine Weisheit mit dir teilen. Nichts für ungut, Mann. So bin ich nun mal. So ein Träumer wie du kriegst doch eh nichts mit. Darf ich ihn jetzt unter Spam kategorisieren? What the fuck? Wie, mit Level 34 schon so viel? So, das Stadtprojekt Midgar. Midgar ist eine Stadt, die in 300 Metern Höhe über den Boden schwebt und mit Zügen und über Schnellstraßen zu erreichen ist. Es gibt insgesamt 8 Makro-Reaktoren, die die Stadt mit Energie versorgen. Die Reaktoren sind durchnummeriert und beginnen mit Ordnungsnummer 1 im Norden. Die Bauarbeiten gehen planmäßig voran, nur das Shinra-Gebäude und Sektor 4 warten noch auf die Fertigstellung. Die Innenräume der Zentrale in Sektor 0 sind bereits fertig und auch die Außenarbeiten sollen in 2 Jahren abgeschlossen sein. Mit dem Ende der restlichen Stadtbaumaßnahmen ist in 7 Jahren zu rechnen. Rief Twesty, Leiter der Abteilung für Stadtplanung. Okay. Ja, das sind jetzt zum Beispiel nette Infos über die Welt, die man, ja, die man, glaube ich, im Hauptspiel nicht ganz erfahren hat. Gut, ich habe Heiltränke. Warte mal, kann ich noch anderen Stuff öffnen? Nee.
So, soll ich dich jetzt wieder ansprechen? So, okay. So, ach ja, ich soll wieder zurück. Okay, alles fertig. ところで、君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。そうか。叶いそうにない、いい夢だ。もしもし。 ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。B隊は作戦区域で待機している。そこの2人、何者だ？俺に任せとけって。So. Gut, dann bin ich jetzt mal wieder hier. So. Conflict resolved. Alle sind tot. Aserna, Zaks. Muri, Muri. Tokats mo dokka de miterun daro. Tonikaku katsuyaku shinai to na. Zaks. Bakaringo o shitteru ka? Nan da yo sore? Nanto. Bakaringo o shiranai to wa. Kore ja first shoushin wa muri da na. Cho, matte. So, okay, da geht's auf jeden Fall nicht raus. TP vollständig regenerieren. Ach, Haltrag verwendet. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Vor allem, weil das jetzt eigentlich unnötig war. So, du kannst aus einem Kampf fliehen, indem du eine bestimmte Zeit lang an die Grenze des Kampfgebiets zuläufst. Okay. Ist ja wie... So. Na, das funktioniert doch ganz gut. So, nein, ich tue jetzt. So. Und nein, ich renne jetzt. Ich tue jetzt nicht sofort wieder meinen TP hallen.正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ。立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、 そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは 厄介なものだ。で、ファーストと昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。 So, schau ich mal kurz was. Okay. Okay, machen wir weiter. Ah, da können wir abspeichern. Mach ich halt mal kurz. Mal schauen, wie viel Saves ich hier erstellen kann. So.
Weil hier ist das Lustige, okay, ich bin mal kurz wieder ruhig. Mamunaku B-Tai ga bakatsu okosu. Sore ga aizu da. Sono konran no suki ni ore tachi ga sennyu suru. Ah. Ore wa toride chushinbu ni bakudan o shikakeru. Omae wa shoumen kara totsunyu shite. De. Suki ni abareru. Makasero. Souyu no wa tokui da. Mada ka yo B-Tai. その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。Intensive Emotionen haben die DBB verstärkt, okay. Im Laufe der Story lernt Zack Charaktere kennen, die starke Gefühle in ihm wecken können. Dies hat einen Effekt auf das DBB. Eine intensive Emotion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Walzenbilder des damit verbundenen Charakters in den Limit-Impulszustand übergehen. Okay. Ja, hast an sich recht. Ich bin so ein typisches JRPG mit. Activating combat mode. So, Angriffsziele werden automatisch gewählt, doch du kannst ausgewählte Ziele auch manuell erfassen und frei zwischen ihnen wechseln. Okay. Doch halbwegs schon mal. Ach hier, so war. Okay, Sturmangriff, setz mir mal ein. So, also bisher finde ich die Katze hier zumindest eigentlich ganz cool. Wow, 379 Schaden, das ist immer geil. Ha, ich bin einfach umwerfend, ne? Jo, da haben wir die. Also Iro, das hätte ich nicht gedacht. So, ist noch jemand eigentlich da? Oh. Ach, da oben. Wie kann ich die jetzt angreifen? Okay, so. Yay! Ich find's immer schön, wie am Ende kommt Conflict Resolved. Ich hab sie alle getötet! Ich meine, klar, das ist auch eine Lösung in einem Konflikt, aber es ist eigentlich meistens das Schlechtmöglichste. Yep. Sneaking ist nicht so sein Ding, habe ich das Gefühl. Damn. Ich
気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。So, Sturm auf der Tamlin-Festung. Begib dich in die Tamlin-Festung und schaltest so viele Wutai-Krieger wie möglich aus. Je mehr Gegner du besiegst, desto höher fällt deine Soldatbewertung aus. Wutai-Krieger halten sich an verschiedenen Orten versteckt, etwa in der Drehwänden und Festungstürmen. Suche die Festung also gründlich nach ihnen ab. Okay, sprinten, schneller bewegen. Gut. Ah, okay, ich hab sogar einen Zähler. Das ist gut. Bam. Zur Verantwortung von Soldaten. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Sicher ist euch nicht entgangen, dass viele eurer Kameraden Shinra den Rücken gekehrt haben. Schweine. Einige Funktionäre innerhalb der Firma zweifeln aus diesem Grund bereits an die Einsatzfähigkeit von Soldat. Doch die gegenwärtige Situation bietet uns auch die Chance, unseren Wert als kleine Elite-Truppe unter Beweis zu stellen. Ich hoffe, wir können den Krieg in Wutai mit dieser Mission ein Ende bereiten. Gebt euer Bestes und zeigt der Firma, wie unentbehrlich Soldat ist. Okay. Ich hab... Hundi! Schwächen ausnutzen. Magie-Attacken sind effektiv gegen Gegner. Gegner mit elementaren Schwächen. Ein Elementarsymbol neben dem Namen des Gegners verrät dir seine elementare Schwäche. Nutzt du die Schwäche aus, kannst du Gegner mit deutlich mehr Schaden. So, jetzt müssen die nur mal stehen bleiben. Das ist jetzt Boss. Au. Okay. Ich hab das. Gut, ich hab zu viel Magie schon eingesetzt. Komm, prügel den Hund! Prügel ihn! Natürlich auf friedliche Art und Weise. Okay, das ist... Ja, da tue ich die Karte. So, jetzt kann ich mich mal heilen. Okay, das ist... Okay, vielleicht kann ich das später öffnen? I don't know. Next, Hundi Whip. Activating combat mode. Conflict resolved. Konnten die Walzen überhaupt mal hier drehen? Nein, aber ich sollte jetzt wahrscheinlich stimmt, unrealistischen Chef bitte niemals seine Angestellten loben. Okay, ich soll also woanders durch. Wie ist mit dieser Stelle? Oder hier irgendwo? I don't know. Ich dachte eigentlich, es kommt irgendwie so Aktionszeug da. Hä? Jetzt sind sie weg? Oh, surprise. Das geht doch irgendwann auf. Activating combat mode. Kann man jetzt hier endlich durch. Heiltrank bekommen! So, ich muss mal ganz kurz Nachricht schreiben.
Oh Gott, jetzt habe ich natürlich wieder das falsche Programm aufgemacht. Thunderbird, shut the fuck up. So, weg. Oh ja, verstanden, Bestätigung. Trotzdem, shut the fuck up. So, dann kann ich jetzt weiter. Die ist leer. It was a trap card. Activating combat mode. Gut, kann man die jetzt auch selber... Nein, wir können die nicht aufmachen. Also müssen wir weiterlaufen. So. Activating Combat Mode. Hundi, warum bleibst du nicht stehen? Ja, jetzt habe ich wieder nie... Autschi. So, das hat wenigstens geklappt. So. Okay, dann habe ich noch ein paar Türen, wo ich durch kann. Activating Combat Mode. So, Stufenanstieg zu Eis, yay! Ah, da habe ich die 777 wahrscheinlich gehabt. Ah, okay. Super Trank gehalten, nice, das ist das Schöne. So, und da kann ich auch hier Rinder. Ah, immer wenn man noch schnell abhauen will. So. Dann passiert das. So, Ether halten. Ah, jetzt kann ich auch mal benutzen. Und die haben mich erwartet. Verdammt. Activating Combat Mode. Ring ring, hello? Kochira Lazardoda. Toride no achikochi ni teki ga hison de iru you da na. Rankou flaku no hyouban wa date janai. Ah, ima mo sa, kaiten suru kabe o shirabete itara, osoware chatta yo. Oka no kabe mo onaji kamoshirenai. Kuregure mo chuui shitamae. Rebellenade Drehwende gesichert. Okay. So. Ne, die kann ich jetzt nicht probieren. Wieso ist da ein Ausrufezeichen da unten? Okay. Ah, okay. Ey, sagen die, die mit die Drehwand benutzt. So. MNSP erhalten. So, und da war hier vorne noch irgendwas, oder? Ja, passiert. Oh, jetzt bekommt er auch noch Unterstützung. Wir sind 3 Klasse, dann können wir es schaffen.
ウータイの底力見せてやる。Activating combat mode. Okay, das wirkt echt mal ein bisschen. Au. Heiltrank. Stufenanstieg, Vita. Okay, wahrscheinlich gut, dass ich hier einen Supertrank noch habe. Okay, Rebellen auf dem zweiten Turm gesichtet. Okay. Schauen wir mal kurz, wer da hinten. Glaube ich, mich etwas verschätzt. So, weil ich will die schon hier alle fertig machen. Das ist mein Ziel. Oh, jetzt haben sie wieder ihre Hundis mitgebracht. Ich glaube, ich brauche aber sowas wie Äther. Gut, das war aber echt mal knapp. Muss ich auch immer durch Band machen. Okay, das wäre zurück. Dann müssen wir hier hoch wahrscheinlich. Okay, ich schau mal nach einem anderen Weg. Ich kann später immer noch Frontalangriff machen. So, drei brauche ich noch. Hi! ソルジャーは確かに強い。だが、故郷を守るためなら、どんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。たとえこの命が強いとも、ウータイの辞書に撤退という文字はないの。撤退だ。形勢不利な。Ach, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab.Das sagt Heiltrank von Danke. Das hatte ich echt mal nötig gehabt. So, kann ich hier nochmal schauen? Und die los! Au! So. Dann zeige ich dir mal einen Sturmangriff, Hunde. So, Faulender besiegt. Gut, jetzt fehlt noch einer. Da muss ich wahrscheinlich da nach hinten. So, Gegenstände. Ja, Äther, das wollte ich mal. Regeneriert FP. Gut, dann nehme ich das auch mal. Ausrüstung. Wenn du dich mit Materie ausrüstest, kannst du verschiedene Zauber und Fertigkeiten verwenden oder positive Effekte wie erhöhte TP erzielen. Einige Materie besitzen, Parameterwerte, zum Beispiel Mag plus 3. Achte stets darauf, dass dich mit Materie ausrüsten, die höchsten Werte besitzen.
Einige Materie werden nach dem Stufenwurst effektiver und erhalten erhöhte Parameter. Die Stufe wird durch die Anzahl der Sternsymbole angegeben. Bereitet dein Gegner dir Probleme, solltest du überlegen, ob es sinnvoll wäre, dich mit einer anderen Kombination an Materie auszurüsten. Die ungefähre Stärke einer Materie wird durch den unter dem Symbol platzierte Zahl angegeben. So. Oh, Vita. Ist echt weit oben. Sollte ich auf jeden Fall auch mehr nützen. Wow! Ja, da hatte ich jetzt mal Glück, dass ich mit Eisfleisch 2 erwischt habe. So, yes. Yay! Die Tamling-Festung wurde erobert. Meine Vorgesetzten sind zufrieden mit mir, dass ich alle getötet habe. Benny, einen schönen Abend. Ich habe mich auch mal endlich an Final Fantasy Crisis Core reingewagt. Wobei endlich mal, weil ich habe das seit Release eigentlich bei mir liegen. Oh, Asuko ga Toride no Chiyobu. Na gut, du hast es letzte Woche durchgespielt. Ich fange jetzt erst an. So, Ah, Hundi ist wieder. FB frei. So. Ach, hast du damals schon auf der PSP gehabt? Ja gut, ich habe es nur mal auf dem PSP-Emulator gespielt. Da fand ich es super cool, aber dafür halt eine PSP zu holen war nicht so mal. Au! So wollte ich damals nie machen, so. Gut, halt. Alter, dreimal verwenden. Oh Gott, ich mag diese Taste umso weniger, ehrlich gesagt. So. Ach, und die Vita hatte ich auch. Das darf ich zugeben, die PlayStation Vita. Der war echt eine schicke Konsole. Okay, ach so, R1 für die Mails. Die Lage in Wutai. Sowohl von den Sicherheitsbehörden als auch von Soldaten sind Berichte zur aktuellen Lage des Konflikts in Wutai eingetroffen. Zur friedlichen Beilegung des Disputs um die Mako-Förderrechte in Wutai hat Shinra sich über lange Zeit in Verhandlungen bemüht. So, ich muss mal kurz was schauen. Bemüht. Doch jedes noch so gut gemeinte Angebot wurde von Wutai hartnäckig abgelehnt. Das Verhältnis bleibt angespannt. Wir sehen uns daher gezwungen, wieder militärische Maßnahmen zu ergreifen, um endlich einen Durchbruch zu erzielen. Eine kleine Spezialeinheit wurde entsandt, um das Ausmaß der Operation minimal zu halten. Ja. Ja, hab ich ja dafür mein Spiel. Ja. Ah, hier kann ich wieder speichern. Gut. Yay! Ah, da haben wir jetzt auch wieder so mal. Da, wenn ich reingehe, wahrscheinlich kommen wieder Gegner, oder? Ohrringe. So, gerade noch. Stufenanstieg von 6 auf 7. Yes!
Hat er mich jetzt irgendwie wohl mal erwischt oder was? So, dann schauen wir mal. Warte mal, ist das Yuffie in der kleinen Version? Kodomo, konna tokoro ni itara abunai zo. Sassa to uchi e kaere. Kaeru no wa sochi da. Kore ijou susumu tte iu nara, kono atashi wo taoshinasai. Maitta na. Gaki to tatakae tte iwarete mo. Shu shu shu. Dou da? Maitta ka? Okay, das ist zumindest ein guter Kompromiss. Was ist denn, Belly? Yare, yare. Genki no ii ko da na. Sa, shigoto, shigoto. So. Gut, dann kann ich die Webcam wiederholen. Eieiei. Ich finde die Yuffie hier so in der kleinen Form echt knuffig. So, dann schauen wir mal hier rein. Weil da weiß ich noch, ich kenne diese Mission kenne ich noch. Da ist, glaube ich, ein Bosskampf gegen Shiva oder Da ist eine Feuerversion. Du brauchst einen Bildschirm. Oh Gott. Hey. Vielen Dank für den Raid. Activating Combat Mode. Oh. Danke, Malka, für den Raid. Hi. Guten Abend, Minsk. So gegnerische Fertigkeiten vereiteln. Hoi! Bist jetzt so 101% mit Shadow Man durch? Oh, alles. Fast! Oh Gott. So, So, mal. Eieiei. Einige Gegner setzen in Kämpfen besondere Fertigkeiten an. Nach Aktivierung einer Fertigkeit dauert es etwas bis zum tatsächlichen Einsatz und es erscheint eine Fertigkeitenleiste. Du kannst diese Effektivität der Fertigkeit verringern, indem du den Gegner angreifst und somit die Leiste leerst. Gelingt es dir, die Leiste vor Ausführung der Fertigkeit vollständig zu leeren, kannst du Gegner gänzlich an der Ausführung hindern. Das ist schön. Eieiei. So, komm. So, haben wir ihn dran gehindert. Au! So, ansonsten, ich spiele hier gerade Final Fantasy VII Crisis Core. Das, die neue Remastered-Version. So. Wollt's mal in meinen angespielten Streams mal ausprobieren. Au! Ja, ja, ich hab's verstanden. Ihr macht Aua. So. So, einer besiegt. Dann nehmen wir uns den anderen jetzt mal vor. Und hab MP frei. So, und für mich einmal Vita. Yes. Autsch.
So, nutzen wir mal das. Ach, danach mal nur die Hidden Teddy suche, oh Gott. Weil ich hab das ja mit den, als du es durchgespielt hast, habe ich ja mitbekommen. So, besiegt, nice. Und dann Anfang von der Hidden Teddy suche, das habe ich noch mitbekommen. Soldier Class Second Zax, mukau tokoro teki nashi. Jōdeki da. Isoide ritatsu shiro. Ato 5 fun de bakatsu suru zo. Ryōkai. Lazard Toukatsu, miteru ka? Isoge ore. Oh, da gab es noch einen dritten anscheinend, oder? Ja, ist anscheinend noch der fieseste von allen. Oh yeah. Au. Oh. Das wurde abgekürzt. Ups. Ich habe ja einige mitbekommen, die waren echt fies versteckt. Mata hitotsu kashi da. サンキュー。 すまない。待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラス2ザックス。はい。タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、 君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだからね。確かに俺も驚いた。目覚ましい成長だ。ウータイ戦争における君の活躍は後世に語り継がれるだろう。英雄になるという君の夢もう叶えてしまったね。ラザード統括、それは言い過ぎだ。ザックスにはまだまだ活躍してもらわなければ。 それもそうだな。ザックス、これからも期待しているよ。 Cool, ich habe einen Feuerreif verhalten. Und wieder eine Trophäe. セフィロスが待っている。 セフィロス? あの英雄の? すげえ! 英雄に会えるのか? Na toll, da dürfen wir gleich nochmal kämpfen. Probier mal da. Ansonsten, Malkav, ich hab Saints Row das neue Mal gespielt, weil es free, also auf der Xbox übers Wochenende kostenlos spielbar ist. Yay! Und oh, das fühlt sich gar nicht mal wie Saints Row an, wenn ich ehrlich bin. Und Belly, viel Spaß im Lurk. Viel Spaß beim Zeichnen auch. Zax, cool. Zax,
So, dann bringen wir mal unser. Ich wollte schon die ganze Zeit sagen, Geisel. Aber wer ja nicht unsere Geisel? So, speichern wir mal ab. So. Ja, haltet euch, Angel. Ach, den Kampf dachte ich, dem vorhin wird stattfinden gegen. Wie heißt du nochmal da? Ifrit, genau. Oh, wieso mache ich Feuer? Hol der Eis! Ja, Schwäche. Au, oh, au. It hurts! So. So. 500 SP erhalten. Ich sag mal so, es hat viele Ansätze von Saints Row, aber gut, die völlig anders machen. Oh Gott. So, dann bringen wir mal das noch um. Nicht Feuer, ich wollte Eis! Oh Gott, no! Ich drück dauernd das Falsche. Ich werde sowas von sterben wahrscheinlich. Es schaut zu episch aus. Man merkt irgendwie, dass es hochskaliert ist. Aber es sieht immer noch cool aus. So, hast du abbekommen. So. Autsch. Ich will aber noch zur Seite. Oh, Stufenanstieg auf 8. Nimm das Schildste. Okay, schön. Autsch. Du bist echt nicht nett zu mir. So. So, jetzt werde ich dich sogar voll mit Eis bewerfen, wenn ich schon MP frei habe. So, bitte. Ich würde am Ende sagen zu Saints, zum neuen Saints Row, es wäre ein Teil, der nicht mehr für mich gemacht wurde. Weil das sind sehr viele Anspielungen an Snapchat und TikTok-Generation drin, die für mich halt echt nichts mehr ist. Die ich auch teilweise gar nicht mehr verstehe. Hey, Seth, Seth! Genesis. Das so ist, Soldier Class First. Gleiche Gesicht?
Genesis Copy. Copy? Ningen no Copy? Angeal wa doko da? Koko de tatakatte ta hazu nan da kedo. Aitsu mo itta ka? Ah? Ima no douyu imi da yo? Angeal mo uragiri mono ni natta. Souyu imi da. Arie nai. Ore, Angeal no koto wa yoku shitteru nda. Sonna koto suru otoko ja nai. Angeal wa ore wo uragittari wa shinai. Ei, ei. Oh. So. Dann wird das schon mal der fünfte Safe. Gut, Kapitel 1 abgeschlossen. Na, das ging schnell. Ich denke mal, jetzt kommen, werden wieder Cutscenes kommen. One Mission Squad, Two Mission Squad. Angeal no yatsu, dondake saboreba ki ga sumun da. Are kara mou hitotsuki da zo. Was ist ein Monat schon weg? Sephiros da yo. Genesis to Angeal o issho ni suru nante. Genesis tte ittara, second ya third tsurete kie chimatta yatsu da zo. Copy tsukatte ore tachi o osotte kitan da zo. Angeal ga sonna koto yurusu hazu nai. Soldier no hokori, dare yori mo daiji ni shiten da kara. Mattaku nani ga dou natten da? Angeal, hayaku modotte koi. Soldier Class Second, Zax. So da kedo, anta dare? Lazard Toukatsu ga oyobi da. Briefing room e itte kure. Oi, chotto! Dare da yo? Angeal kara nani ka? Jikka ni mo renraku wa nai sou da. Ja, nan no yo? 新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。うん。うん、うん。ね、クリンクロークしね。念のためスタッフも派遣しておいたが、 連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タークスのツォンだ。これ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。 Gut, Zeng wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Neue Limitrausch freigeschaltet. Hui! Zusätzliche Bilder für DBW. Wenn Zeng eine intensive Emotion erlebt und seine Bindung zu einem der diversen Charaktere enger wird, dann wird das Bild des jeweiligen Charakters der DBW-Matrix hinzugefügt. Die DBW steht mit Zengs Erinnerung in Verbindung. Wird neues Bild hinzugefügt, so werden manche bestimmte Erinnerungssequenzen abgespielt. Okay. Oh, chotto shirei. もしもし。ああ、俺、カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあ、ブリーフィングルームの前にいるわ。 Nach dem Erhalt von Beschwörer Materia können die DBW in den Beschwörungsmodus wechseln, indem sämtliche Walzenbilder durch Bilder von Espern ersetzt werden. Stimmen alle drei Walzen überein, kannst du mächtige Esper wie Ifrit herbeirufen. Es lohnt sich also, Missionen anzutreten, bei denen du Beschwörer Materia erhalten kannst. Oh, M8. Rückkampf gegen Ifrit. Ja, ich habe ja einiges an Bild erhalten. So. Posteingang über Angeal. Von den ganzen seltsamen Gestalten unter den Rang 1 Soldaten ist Angeal doch der einzige halbwegs normale. Dem würde ich blind folgen.
Aus Sephiroth wird eh keiner schlau und Genesis ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, ein geselliger Bursche zu sein. Also der geistige Anführer von Soldat ist meiner Meinung nach eindeutig Angeal. Auf den Typen halte ich's was. Bin echt neidisch, dass du bis vor kurzem so viele Einsätze an seiner Seite zugeteilt bekommen hast. So, ansonsten haben wir hier nur nützliche Tipps. Einkaufen können wir auch. Ja, wäre praktisch, wenn wir hier was noch was hätten. Ja, stimmt, das sind hier die Sachen. Das Tomberry-Messer halt, what? M10, 2, 3, Meister Tomberry. Oh Gott, ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Da Zauberpot-Tricks erhalten. Ich glaube, mit M10 bin ich da wesentlich über meine Stufe gerade. Einmal Blitz erhalten dafür. Gut. Mission, die Endphase des Wutai-Kriegs. Hojos Labor. Auf der Jagd nach Kostbarkeiten. Die Verfolgung der Rebellen. Probiere ich jetzt einfach mal. An den Außengrenzen Wutais ist eine wutaiische Sondereinheit gesichtet worden. Angesichts der aufgeheizten politischen Lage sind weitere Zwischenfälle unbedingt zu verhindern. Schalte sie aus, ehe sie das Klima weiter vergiften. Okay, dann probiere ich das einfach mal. Weil das Spiel wird eh super viele Nebenmissionen haben, denke ich mal. Du kannst dich normal auf der Karte bewegen und Kämpfe bestreiten. Das Abenteuer endet, wenn du kampfunfähig wirst. In diesem Fall hast du jedoch die Option, deine Ausrüstung zu wechseln und Kampf zu wiederholen. Die Mission abschließen. Du kannst eine Mission abschließen, indem du den auf der Karte markierten Boss besiegst. Nach Abschluss einer Mission kehrst du zum Ausgangsspeicherpunkt zurück. Du kannst eine Mission abbrechen, indem du das Missionsareal verlässt oder das Hauptmenü aufrufst unter Mission die Option Mission abbrechen. Ja, klingt logisch soweit. Hui, ich merke schon deutlich, dass ich... Doch. Stärker bin. Ich denke mal, man darf halt jetzt... ich glaube... nichts großes, verschiedenes Terrain oder so erwarten. Oh, Megatrank, vielen Dank. Ich denke mal, wenn ich da gut Zeug einsammle. Was? Das war schon Mission? Okay. Ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht. Muss ich die zweimal machen? Nächster Bonus ist Blitzklinge. Bisschen kurz, aber knackig. Okay, die ging zum Glück, aber ich war auch mit so Antisoldatmonster. Ein Sternerang, also ich denke mal, das ist noch einfach. Ich bin nur über die Länge einfach gerade erstaunt, weil ich habe so 2-3 Minuten länger gedacht. Aber gut zu wissen, Belly. Ach, du nutzt sie gern zum Leveln. Ah ja, das Antisoldatenmonster da. Ja, kann ich gut verstehen, ehrlich gesagt. So, okay, da ist auch schon wieder die Grenze. Muss ich jetzt hier gegen das Monster antreten. So. Abgehalten.
und ab. Au! Ach, ich wollte doch die ganze Zeit schon weghüpfen. Oh, das wird so nix. So, ist der eine schon mal weg. So, Luftschlag, Ahoi und rauf. Ah ja, stimmt, ich vergesse gerne die Kamera wieder anzumachen. Oh, nice. Wie viel Schaden? 631 Schaden, ist doch nice. Komm, einmal geht noch. So. Also man muss da hier schon aufpassen bei den Monstern. Also einfaches Aufdreschen funktioniert da echt nicht. Na gut, ich bin wieder da, Malkav. Cheers. So, verfolgen die Rebellen. Aber es gibt echt sehr viele Missionen dadurch. Ah, und die ist schon 2 Sterne. Die Tamlin-Festung ist gefallen, doch viele Rebellen ist die Flucht gelungen. Sie wollen den Widerstand fortführen und weigern sich deshalb, ihre Waffen niederzulegen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie für Unruhen sorgen. Schalte sie unverzüglich aus. Nee, Moment, mache ich ja Nebenmissionen. Also das... Oh Gott. Okay, schon wesentlich stärker. Weil das ist nicht Teil der Hauptstory. Au. Ach. Oh no. Oh no. Über 300, was? Okay, einfach nur erneut versuchen. Ich hab mich nicht schnell genug gehalten. So, jetzt weiß ich, was zumindest mal mit knackig geschrieben wurde. So, Limitrausch. Okay, Schwertkombo als Stufe 1. So, Stufeanstieg. Eins ist auch höher. So, hier kriegst auch noch eins auf Deckel hier. So, Konfliktbüro. Meine Güte, ey. Die waren doch schon ein bisschen knackig. Also 2 Sterne. Hui. Ich sollte aufpassen. So, schauen wir mal. Aber nett ist die Gegend trotzdem anzusehen. Ich will diese Kiste bitte haben. Ah, Heiltrank bekommen. Und diese Kiste, den will ich auch haben. Activating Combat Mode. Weg. Au! Box mich nicht um. So. Und ab. Yay. Doch, ich glaube, ich habe die schon mitgenommen. Obwohl ich... schwarze Materie gab's da. Doch, ja genau, da ist die Kiste. Ich glaube, die habe ich am Anfang schon bekommen.
So. Combat Mode. So, die sind wenigstens leicht. Da kann ich die Kiste aufmachen. Haben wir wieder Ether gefunden. So, da können wir gehen hier. Activating Combat Mode. Und ab. Conflict resolved. So, wie ist denn jetzt die Lage? Leben geht eigentlich noch. Dann können wir mal einen schwierigen Gegner angehen jetzt. Activating combat mode. Au! So viel Schaden habe ich nicht von dir erwartet. So. Der ist echt mies, wenn man... So, MP frei. Also bitte. Yes. Mission erfüllt. Also ich müsste mal eigentlich da bei meinen E-Mails nachschauen, weil ich habe da einen Code von Amazon bekommen, das weiß ich noch. So. Tue ich meinen letzten Save jetzt mal überspeichern wieder. So, habe ich da jetzt auch das letzte... Oh Gott. So, ist das andere einfacher? Es ist einfacher. Oh Gott. So. Kann ich mal hier auf dem Handy kurz mal machen? Was ist... Ba-ba-ba-bam. Lol. Okay, muss ich, schaue ich am besten später mal separat nach. Hm. Den Kampf gegen die Esper hat mir ausgezeichnetes Datenmaterial geliefert, aus dem ich eine neue Kampfsimulation programmiert habe. Probier es ruhig aus, wenn dir danach ist. Doch ich muss dich warnen. Der Kampf mag nur eine Simulation sein, der Schaden hingegen könnte realer nicht sein. Combat Mode. Und. Au. So. Au, dein Tritt tut mir weh. Gut, zum Glück habe ich mich kurz gehalten. Ja.
Gut, mach mal einen Achterstreich. Ich hoffe, das funktioniert so. Yay, Supertrank bekommen. Und ganz viel SP. Yay. Einmal Feuer halten. Eieiei. Warte mal, kann ich da mal nachschauen? Materia. Genau, Dunkelblitz. Genau, hier Dunkelfeuer, Dunkeleis, Dunkelblitz. Dachte ich, habe ich bekommen. Zur SP-Umwandlung wechseln. Ich glaube, die waren, glaube ich, auch als Vorbestellerzeug drin. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht aufgepasst. So. Okay, weil jetzt hat ehrlich gesagt Mag plus 3. Ach, Materiefusion gibt es noch. Oh, das sind aber einige Charaktere, die ich da freischalten kann. So, würde ich ehrlich gesagt im Inventar behalten am liebsten. Set 2, Set 3. Ausrüstung anderweitig kann ich... Ach, Accessoires, da kann ich doch was nehmen. Bronzereif würde die TP erhöhen, okay. Schutzweste, die Vitalität. Ohrringe Mac. Also solange ich mit Wuthalter zu tun habe, wäre halbierter Feuerschaden echt gut. So, Hojos Labor. Okay, der wird wahrscheinlich später was freigeschaltet bekommen. Suche nach Gegenständen auf der Jagd nach Kostbarkeiten. In der stillgelegten Kohlemine sollen sich Berichten zufolge Monster eingenistet haben. Womöglich befinden sich wertvolle Gegenstände in der Tiefe, die bei der Schließung der Anlage zurückgelassen wurden. Du solltest dich dort umsehen. Gut, dann schauen wir mal nach. So. Gut. Dann schaue ich mich halt mal um. Also ähnlich wie bei God Eater versuche ich halt hier ehrlich... Oh, yeah. Ähnlich wie bei God Eater versuche ich halt viele Nebensachen mitzumachen, weil ich einfach hoffe, dass ich... So, komm. Unterbrechen vor allem. Dass ich vor allem hoffe, dass ich dann später nicht grinden muss, sondern viele Sachen einfach mitnehmen kann. So. Okay. So, ich bin vergiftet und ihr seid dafür tot. Oh, verteilter Schaden, das ist super. So, ich hoffe, einer von euch beiden ist auf jeden Fall tot. Wenn nicht sogar beide. Oh, ne. So. Oh, dafür ist der einfach. Yay. Okay, dafür, das ist das Monster, das gesucht wird. Ah, toll, schon wieder. Ich dachte, ich bin... Ich sehe woanders hin. So.
MP frei. So, dazu noch Vita-Eimer. Au! Du blöden Teile hier! So, einer weg von euch. So, wenn schon MP frei ist, dann muss ich das ausnutzen. Ja, auch Phoenix wieder halten, cool. Heißt das, ich kann mich jetzt einmal wiederbeleben? Das wäre cool, nämlich. So, suche nach Gegenständen. Oh, da kommt schon 2 Sterne. Die Jagd beginnt. Rückkampf gegen Ifrit. Okay, er hat 1 Stern, also kann ich theoretisch machen, wahrscheinlich. Activating Combat Mode. Komm, Luftschlag, helf mir mal! Ifrit braucht Kugeln und Raketen! Hoffe ich damit eigentlich noch heil? Nee, 1041 Schaden! So, einmal Heilung. Oh Gott. So, dann setze ich eben zum Schwertkombo an. So, meine Güte. Eben super dran gehalten und vielleicht kriege ich ja noch die Ifrit-Beschwörung. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Ja, Ifrit-Materia! Yes! Feuer der Hölle. Ja, das freut mich jetzt. Nach Erhalt von Beschwörer-Materia wechselt die DBW-Matrix gelegentlich in Beschwörungsmodus. In diesem Modus werden alle Walzen... eigentlich habe ich das. Ah, L3 und R3 für... Limit Break, Beschwörung. Raichincho und Nesträuber. Den kann ich jetzt ehrlich gesagt auch mal probieren. Also solange noch... Oi! Ich muss schon sagen, die Beschwörung sieht irgendwie cool aus. Ah, das, was er auch im Kampf gemacht hat. Aber ist schon geil. Sieht schon geil aus. Das muss ich wirklich sagen. So, da kommen wir hier wahrscheinlich nicht drunter. Dann muss ich dann hier vor. Ah, da haben wir einen Raichincho, nehme ich mal an. Mal schauen, ob ich den auch schlagen kann. Dann nehmen wir das mal an. Feuer der Hölle Stufe 3 im Moment schon.
würde sagen, gewonnen. So, einmal Blitze halten. Weiß nur so Testmission, festzulegen, hey, so funktioniert die Materie? Okay, habe ich nämlich gerade das Gefühl so. So. Okay, da hinten. So, da haben wir den auch schon fertig. Und ich bin auch schon. Ich bin schon Stufe 9. War eigentlich ein ganz guter Einstieg bisher. Wie gesagt, terrainmäßig. Ah, da haben wir doch ein Rätschen schon wieder. Autsch! So, okay. Das habt ihr jetzt alle wieder verdient. Aber ich merke schon, wie hier wirklich Animationen immer wieder abgespielt werden, wie man immer wieder das Gleiche hört teilweise. Aber solange ich sie jetzt so cool finde, werde ich es mal lassen. Ja. Ich meine, das war ja schon in Tales of Arise so, dass da sehr viel einfach immer das Gleiche war. Aber ey, es sah zumindest cool aus. Und ich sehe jetzt, ach, zumindest hier, solange es mir gefällt, werde ich es anhören. Chocobo Armband ist nebenbei cool. Ich hoffe es zumindest, dass es auch gute Stats hat. So. Das ist schon alles Autoskip bei dir. Wahrscheinlich aus gutem Grund. So. Wuter Rebellen in den Slums. Ein entkommener Wuter-Krieger hält sich in den Slums von Midgar versteckt. Er scheint sich mit einem Shinra-feindlichen Element verbündet zu haben, mit dem er einen Angriff auf das Shinra-Gebäude plant. Schalte die Intriganten schnellstmöglich aus, ehe sie ihren Plan in die Tat umsetzen. Oh, ich krieg mal Muskelgurt dafür. So, jetzt sind wir mal in Midgard unterwegs. Bin mal hat man da die Assets aus Final Fantasy VII Remake genutzt dafür? Das würde jedenfalls für mich Sinn ergeben. Da ist eine weg. Nein. Au. So. Wie schnell kann das skippen eigentlich? Au. Das ist erfreulich schnell zumindest. So. Gut, haben wir die auch erledigt. Und ja, die Kämpfe werden auf zwei erheblich schwerer, finde ich, ehrlich gesagt, gerade. So, ist der eine weg. Und hopp.
Dafür, dass das Kampfsystem ehrlich gesagt so simpel ist, bietet es doch einiges an Tiefe mit rechtzeitig ausweichen. So, jetzt. Ich lasse das jetzt mal mit der Bestia-Beschwörung. Okay, ist hier irgendwo noch eine Kiste, die ich mitnehmen kann? Nein, anscheinend nicht. Okay, das wird wahrscheinlich der sein, zu dem ich muss. Oh, come on, no! Steht es wohl dabei, wie viele Kisten verfügbar sind in der Mission? So, da ist einer weg. So, jetzt wollte ich dich nämlich die ganze Zeit mit Eis erwischen schon. Meine Güte, ey. Ha, haben wir einen Muskelgurt. Ach, sehe ich gleich. Na, okay, ist die Mission auch beendet, also. Oh, 4 von 5. Oh, das ist 3 Sterne, okay. Ah ja, ich sehe es ja, hier unten. Da war wirklich 1 von 1, da ist 0 von 3. Okay, ich weiß, was du meinst. So, suchen nach Gegenständen. Ja, das will ich mir noch auch noch zutrauen. Aber 3 Sterne Mission mache ich noch nicht. Oh, da haben wir schon erste Kiste von 3. Activating Combat Mode. Und hab. Pick mir nicht auf den Kopf, du! So. Ey, frech hier das Teil. So, da geht's außerhalb des Missionsgebiets. Ah, natürlich. Yep, blöden. Nervig die Teile. So. Oh, Stufe 10. Okay, könnte ich langsam gebrauchen. So. Stufeaufstieg schwer gemacht hier. So. Ist jetzt aber. Au! Schön, wenn, dass ich dich verwirrt habe. Ist nur gut für mich, Emin. Oh. Materia Eis ist jetzt mächtiger. Gut, dann können wir jetzt hier noch einmal machen. Oh, Stufe 10 ist auf jeden Fall schön. So, 8 Streich. Mächtiger Angriff auf einen Gegner nehme ich an. Auf jeden Fall, wenn einer von den beiden tot ist, dann freut es mich für einen anderen, denn der wird gleich folgen. So. Gut.
Ich halte mich gerade nach Kissen Ausschau halten. So. Also ich merke auf jeden Fall, wieso es auf einer portablen Konsole wie die PSP eigentlich ganz gut gepasst hat. So. Weil es gibt echt sehr schöne kurze Missionen, die man locker mal schnell die PSP rausholen kann, spielen kann und erledigen kann alles. So, dann mal die dritte Kiste. Okay, hier kann man auch nicht weiter, also bleibt uns nur noch der Boss hier. Hui! Okay, das ist 3 Sterne. Habe ich gesagt, die will ich nicht machen. Weil ich tue mir schon mit 2 Sternen jetzt nicht unbedingt super schwer, aber die sind schon anstrengend. Gut. Na, schauen wir mal. So, ansonsten fragen wir mal nach. Kann losgehen. Zucker. よろしくな。単なる調査だろ。楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまり、それほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。 やめて。 Oh Mann. Henna Ki. Banora White no Kida. Zushou Bakaringo. Te koto wa koko wa Banora Mura? アンジールの故郷。その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。Activating combat mode. Oh. Ow. Komm, dann krieg ich dich mal dran. Ja, nächste Cutscene gleich wieder. Na toll. やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収、または破壊が社長のお望みだ。 So, ich kann zumindest sagen, ab diese Mission habe ich früher gerne mal gespielt. Also ich kenne es wirklich nur die Tutorial-Bereiche und vielleicht 1-2 Missionen da. So, sieh dir Banora an. Okay. Mail. So, was hat der wieder zu schreiben? Jetzt ein Apfel. Hab gehört, dass sie dich nach Banora entsendet haben. Wie läuft's da? Hoffe, es geht dir gut. Soll sich ja eine Menge Shinra-Leute da rumtreiben. Banora lebt anscheinend hauptsächlich vom Anbau und Weiterverarbeitung von Äpfeln. Außerdem pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Sag mich, warum? Würde mich nicht wundern, wenn da Marco-Energie im Spiel wäre.
Vielleicht aber auch was Geheimnisvolleres. Werd mich mal dahinter klemmen. So. Hey. Ist da mal was Wertvolleres drin? Oh, so mal. Ist auch wichtig. Activating Combat Mode. Ey, ihr. Gut. Also ich muss noch bei weitem nicht komplett heilen. Ah. Ja, das ging dafür wesentlich schneller. Und da haben wir auch einen Speicherpunkt. So. Oi. Was ist denn das für ein Oschi? Ist das nicht eigentlich aus Shinras Repertoire? Ah, toll. Au. Okay, das ist blöd für mich. So. Und here we go. Leider kann ich seine Schwäche Strom nicht ausnutzen. Das hab keine Materie dafür dabei. So. So. Komm, mach eine Schwertkombo. War doch eigentlich ganz easy. Genesis Copy. Sono Kotoba Dogo. Sephiros Karakita. Kono Gizmo. Wangasha no Kakabumon Karanusmareta Monoda. Genesis no Norik to Tokcho Copy Sukotoga Dekiru Gizurashi. Soldier. モンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。Okay. Das sieht man's hier wieder. Kann ich da auch einfach andere Missionen jetzt wieder annehmen? Finde ich irgendwie witzig, so. So, kann ich an die Tür da bei denen klopfen, wie ausgemacht, bei den Eltern nachfragen? Okay. Dann gehe ich mal in den nächsten Gebiet rein. Koko ga Genesis no jikka. Ryoushin wa kono atari no jinushi da. Ore wa keshite nusumanakatta. Jinushi no musuko ga shinyuu datta kara da. Kyuuchi nante mono dewa nai. Futari wa 幼馴染で親友だ。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした。そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや。墓石だな。まったらしい。
ザックス、アンジールの家を確認してくれ。 俺は墓を調べる。 タークスってそんなこともするのか。 誰かがやらなくてはならない。 大変だな。 気にするな。 おかげでお前より給料はいい。 マジかよ。 ザックス、アンジールの家を確認してくれ。 おそらく向こうの集落だ。 すでに敵の手に落ちている可能性が高い。 気をつけろよ。 Okay. Aber erstmal will ich die Kiste hier öffnen. Oh, super dran gehalten. Das ist schön. Oh, ich... Also langsam habe ich das Gefühl, ich sollte wahrscheinlich meine bestimmte Materie reintun. Ach, come on. Nervensäge! Ah, come on! Ah, this is conflict resolved. So, okay. So, jetzt habe ich leider hier keinen Punkt. Kann ich nochmal zurück? Please? Ich möchte kurz was ändern. Also hier ist Vorbereitung alles, so wie es aussieht. Nee, ich will nicht speichern. Ach nee, das kann ich wahrscheinlich... Kann ich das immer machen? Materie ändern? Beim Ausrüstung... Ich glaube, Eis ist dann etwas weniger. Blitz brauche ich dann. Genau, Blitz. Haha, rat mal, was ich jetzt hab. Jetzt habe ich es dir gezeigt, ne? Blödes Teil. Anjiro no ie wa. Doko da yo? Shikata nai. Ikken zutsu mawatte miru ka. So, versteckte Gegenstände in Banora. Über Banora sind zahlreiche leuchtende Stellen verteilt, an denen Gegenstände versteckt liegen. Gegenwärtig kannst du diese Gegenstände noch nicht erhalten. Doch wenn du sie jetzt untersuchst, kannst du sie zu einem späteren Zeitpunkt einsammeln. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Okay, ich hab's jetzt so verstanden. Ich muss sie jetzt untersuchen, damit ich sie später einsammeln kann. Ha. Hi. Das war aber kein Dorfbewohner, oder? So, Bluthund besiegt. Ah, da haben wir auch noch einen Speicherpunkt. Gut, klopfen mal kurz an die Tür. Oh, wir dürfen rein. Yay! Oh, da lebt ja wirklich jemand. Anjiro-no-ofukuro-san? 俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？おお、Sie kennt schon seinen Spitznamen. 息子からの手紙に書いてあったわ。
集中力ゼロ。子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス。昔はいい子だったのに。そうね、er hat alle umgebracht。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。ああ、アンジールの写真。若い。ソルジャーになった時の写真か。バスターソードしっかり持ってるな。こっちは家族の写真だな。うわ、アンジールのやつバスターソード見せびらかしちゃって。この人がアンジールの父ちゃん。やっぱ真面目そうだな。赤ん坊の写真だ。これってアンジール？かわいい。で、このガキのツーショットはアンジールと。Okay, er redet wirklich ziemlich viel. So, habe ich das angeschaut? Ach ja, ich beraube sie noch schnell kurz. 5 Kill! Mehr war da nicht drin! Musko, yoroshiku onegaishimasu. Anjiru ga shinda ni hairu to kimatta toki, hokori takai senshi ni naru youni to, otto ga sono ken o yoi shita no.随分お金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。そう。Fast schon traurige Geschichte und dann noch so fröhliche Musik。アンジール、どこ行ったんだよ。何？Ah, da haben wir wieder ein paar von den Attentätern. Activating combat mode. So, und... Yep. Conflict resolved. Murahazure ni Kōjōu ga aru.そこにジェネシスコピーが入っていた。やつらのアジトってわけ？おそらく今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。Oh, jetzt ist das Bild kurz mal festgehangen. Activating combat mode.So. Hey! Hundi! Do it not! So, dann gehen wir mal weiter, weil anscheinend kann ich die Gegenstände gerade immer noch nicht benutzen. Ja, für dich habe ich was Schönes, Brutzliges. Mit einer Prise Blitz! Au! I hate you!Attack!
So, was passiert, wenn ich hier entlang gehe? Oh. So. Ja, da dicht. Ach, sowas. So, ich sollte ja, glaube ich, hier oben vorbeischauen. Oh. Neue Mail. Lese ich mal ganz kurz. Unsere Neuausrichtung. Liebe Soldatmitglieder, ich danke euch für euer tägliche Mühen. Die Nachricht eines unsäglichen tragischen Vorfalls hat mich über das Thema Familienglück nachdenken lassen. Dieses hängt nicht zwingend davon ab, ob durch die Venen von Mutter und Kind dasselbe Blut fließt. Entscheidend ist, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, setzt Verbitterung ein. Diese kann zu Tragödien führen und sich auf unsere Missionen auswirken. Auch wenn Soldatenmissionen stets unverzüglich abzuschließen sind, müssen wir in Zukunft darauf achten, Risiken zu vermeiden. Activating Combat Mode. So. Conflict resolved. Gott. Activating Combat Mode. No. Kreisel. Nein! Okay. So. Okay, da haben wir doch einen guten Punkt, wo wir ansetzen können. Haka war Genesis no ryoushin no mono datta. Masaka, jibun no oya wa? Dōri wa tsuyou shinai aite no yō da na. Anjiru wa dou datta? Ie ni wa inakatta. Demo tanomu, jikan o kure. Moshi Anjiru ga itara, ore ga settoku suru. Anjiru ga kangae naoseba, Genesis mo Shinra ni modotte kuru kamo. Sephiroth ga omae wo shimei shita riyū ga wakatta. Ore? Genesis to Anjiru. Sephiroth no yūjin wa kono futari dake datta. Mottomo tatakaitaku nai aite da. それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな。時間がない。急ごう。So, und schauen wir mal rein. Und stürm die Party, oder? 侵入成功だ。Ich weiß jetzt nicht, ob man das Infiltrierung nennen kann, was du magst, Zack. Weil unter Infiltrierung verstehe ich, dass man gleichzeitig unbemerkt bleibt. Okay, ist hier irgendwo eine Kiste? Nee. Gut, das Sinnigste wäre jetzt sofort zu ihm zu gehen, aber ich bin nicht sinnig oder bin bescheuert, also renne ich erstmal zur Kiste. 500 Gil erhalten, also an Gil sollte es mir in diesem Spiel, glaube ich, erstmal nicht mangeln, da bin ich mir sicher. Ja, aus diesen Gründen, Iro. Genau aus diesen Gründen. Thank you.
Autsch. So, dann bist du jetzt auch weg. So, Dele. Hi. Dann schaue ich mich nochmal um, nimm das hier mit. Ah, ein Elixier. Elixiere sind immer schön. Sie haben Elixier drin. Sollte man nach Geschmacksrichtung fahren. Geschmacksrichtung fein. Fühlt sich gerade an. So, Conflict resolved. Everyone is dead. So. Okay. Okay, da haben wir, kann ich im Notfall nochmal speichern. Läuft da Windows 98 drauf? Koko de Kopie o tsukutte iru yō da na. Nikai e ike. Genesis ga iru kamoshirenai. So, schauen wir mal. Shinen no nazo. Sore wa megami no okurimono. Ware ra wa motome. Tobitatta. Samayoi tsuzukeru kokoro no minamo ni. Kasuka na sazanami o tateta. Souzoushii na. Koinu no Zakusu. Ano ie ni atta haka. Chousa ni haken sareta uchi no staffu mo homurarete ita. Odoshitara sesse to uso no houkoku wo okutte ita zo. Yaku tatazu domo wa. Odosanaku tatte sou shita hazu da. Sukunaku tomo anta no ryoushin wa na. よ、相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼馴染の意思は尊重しよう。しかし、そっちの世界で生きていけるのか。 Okay, da ist Anjil wieder dabei. Das war ja fast schon surprise-mäßig. Weil ich dachte jetzt eigentlich, dass man gegen Genesis Fake-Kampf macht oder so. Also einen, wo er am Ende abhaut oder uns bewusstlos schlägt. Sowas in der Richtung. Hold this! あの2人探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。
アンジールの家には本当に誰もいないんだな。アンジールんち急げ。 Ey, mich würde es nicht wundern. Ist J-Pop-Drama. Ey, mich würde es nicht wundern, wenn das nur eine Lüge von ihm war. So nach dem Motto, ob Zack auch die Wahrheit sagt. So, ach, da ist auch noch was. Das nehmen wir auch mit. So, scheiß auf Luftschläge und dass wir Personen retten müssen. Ich will Drohnen aufmachen. So, fang mal wieder an. の音と色か。空爆までにおふくろさんを助けないと。 Okay, was kommt jetzt? Geschosse zerstören. Gegnerische Artilleriegeschosse fliegen auf dich zu. Zerstöre sie mit deinem Schwert. Die Farbe der Geschosse zeigt dir an, wann du zuschlagen musst. Wenn sie sich erhitzen, rot färben, ist der Moment gekommen. Okay, damit. Ah, ein Treffer. Okay. Zwei Treffer. Yay. Das läuft noch gut. Ach komm, nö. Also voll war das besser. Okay, jetzt bin ich wieder dabei. Was war das? Jo, die Hälfte hat mich getroffen, ich bin super. Das war einfach hier jetzt nicht komplett anderes Timing, aber es war halt so komplett andere Ansicht. Da wusste ich einfach nicht so recht. So, gut. Los. 25 Sekunden. Ich hoffe, es findet kein Kampf statt. Ah, diese Telefonate. Bring sie um. Oh, something wrong? Oh, yes, something very wrong. Tod und so. もうそっちでは生きられないのさ。アンジール！アンジール！君よ、飛び立つのか。
我らを憎む世界へと黙れ待ち受けるな黙れって言ってるだろただ過酷な明日逆まく風のみだとしても今日はセフィロスがいないようだがどうかな。 What? Bahamut? Oh, come on! Willst du mich verarschen? So, immerhin schon mal was geblockt. Gut, versuchen wir noch was hier rauszuhandeln. Hubschrauber! Kugeln! Raketen jetzt! Das ist ein fucking Drache! Okay, so. Gut noch geschafft. So. So. Oh, come on. So, Luftschlag. Komm nochmal. Oh, come on. Also mit Zeng habe ich hier echt gute Connections. Okay, hier ist er da drüben. Ich habe nicht genügend MP. So. Yay! Gut, kriege ich auch die Materie von dem? Und zur Beschwörung und so? Wäre cool! Yay! Oh ja, ich bekomme sie! Nice! Heb sie auf! Heb sie auf! Nette Flügel. Hokori mo yume mo nakushite shimatta. Monster じゃない。
Okay, scheint jetzt hier die Mission abgeschlossen zu sein. Wir sind keine Monster. Das ist Kapitel 2 dann. So. Anjiru. 戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。 どこ行っちまったんだよ。 はい、ザックス。 久しぶりだな、ザックス。 セフィロス。 ラザードの部屋へ来い。 わかった。 So, auf der Soldatetage im Shinra-Gebäude befinden sich ein Trainingsraum und ein Materia-Labor. Manchmal werden in diesen Räumen neue Missionen verfügbar. Schau also gelegentlich dort vorbei. Ja. Ein paar Missionen. Die verfügbar sind. Dafür sind die Turks halt. Man braucht schon eine recht freie Moral, um bei den Turks mitzumachen, würde ich sagen, ihrer. Gott. Ah ja, gut. Speichere ich nochmal kurz ab und würde sagen, dann war es das erstmal für heute. Weil. Ich muss dann doch mal Pause machen. Erstmal. Ja. Nach 7 Stunden sei mir das doch mal gegönnt, oder? Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke nochmal für den Raid, Malkav. Und wünsche allen noch einen schönen Abend. Ja. Moral ist Auslegungssache. Stimmt sogar meistens. Iro. Jo. Also dann. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und ja, mal schauen, wann das sein wird. Ich kann nichts versprechen im Moment. Also dann, bye! Nachti! Ja, genau!